Was ist die älteste Religion? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Das ist eine sehr gute Frage. Welche Religion ist die älteste Religion? Insbesondere momentan, weil wir es Diskussion hatten mit vielen Jesiden, eine kleine Religionsgruppe von ca. 1 Million Menschen auf der ganzen Welt, die von sich behaupten, dass sie die älteste Religion haben und dass ihre Religion 4000 Jahre alt sei. So. Und deswegen ist das eine sehr wichtige Frage, gerade in diesem Kontext, denn wir sagen, die älteste Religion ist der Islam. Jetzt wird jemand kommen und sagen, hä, wie kann denn der Islam die älteste Religion sein? Mohammed, Friede und Segen mit ihm, hat doch vor 1400 Jahren gelebt. Und das Christentum, also Jesus a.s., also Isa a.s., hat vor 2000 Jahren gelebt. Und Musa war noch lange Zeit davor. Und das älteste Buch der Bibel, ja, ist ca. 1400 Jahre vor der Geburt von Jesus, von Isa, schon geschrieben worden. Oder da ist es schon, sind diese ganzen Dinge passiert. Wie kann denn dann der Islam die älteste Religion sein? Seid ihr historisch völlig ungebildet, so etwas zu behaupten? Ja. Und diese Kritik ist auf den ersten Blick natürlich gerechtfertigt, aber man muss erstmal abwarten, was unsere Antwort darauf ist. Denn unsere Antwort darauf ist, dass der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, nicht mit einer neuen Religion gekommen ist, namens Islam, sondern dass der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, mit der Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten Form gekommen ist. So, das heißt, der Islam ist eine Wiedererscheinung der Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten Form. Mohammed ist also dementsprechend, Friede und Segen mit ihm, nicht mit einer neuen Religion gekommen, sondern wir Muslime glauben, dass alle Propheten vom selben allmächtigen Gott mit derselben prinzipiellen Botschaft gekommen sind, nämlich sich Gott zu ergeben. Beispielsweise als in der Bibel Abraham, Ibrahim, Friede und Segen mit ihm, bereit war, für Gott seinen Sohn zu schlachten. Was war das? Das war Hingabe, das war Ergebung. Er hat sich dem Befehl Allahs ergeben und war bereit, für den allmächtigen Gott seinen Sohn zu schlachten. Und als Allah ihn auf die Probe gestellt hat und er kurz davor war, seinen Sohn zu schlachten, für Gott, als er sich ergeben hat, als er sich schon ergeben hat, als er seinen Willen dem allmächtigen Schöpfer unterworfen hat, hat Allah ihn mit einem anderen, mit einem Schlachttier, also hat er den Sohn Ismael in Wirklichkeit mit einem Schlachttier gerettet. Moses, Friede und Segen mit ihm. Als er den Befehlen Allahs gefolgt ist, den Befehlen des allmächtigen Gottes gefolgt ist, dem Schöpfer, was war er dort? Jemand, der sich Gott ergibt. Was ist das erste Gebot in der Bibel, in Exodus? Was heißt das? Ich bin der Herr, euer Gott, der euch herausgeführt aus Ägypten und aus dem Sklavenhaus. Ihr sollt euch keine Götter neben mir nehmen. Ihr sollt euch kein Bildnis machen von irgendetwas oben im Himmel, unten auf der Erde und unter dem Wasser. Ihr sollt ihnen nicht dienen und ihr sollt sie nicht anbeten, das heißt ihnen ergeben. So, das heißt, man sieht bei all diesen Propheten, dass sie sich Gott ergeben haben. Jesus, Friede und Segen mit ihm. Beispielsweise Matthäus 26, Vers 39. Er ging 3 Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. O Herr, lass diesen, sinngemäß, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, jedoch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das heißt erstmal, der Wille von Jesus ist nicht der Wille von Gott. Deswegen ist Jesus auch nicht Gott. Und Jesus sagt hier, dass er sich ergibt. Er unterwirft seinen Willen, den Willen Gottes. Jesus beispielsweise auch in Johannes 5, Vers 30 müsste das sein. Dort sagt er, ich kann von mir selber aus nichts tun, aber mein Gericht ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern den Willen dessen, der mich entsandt hat. Das heißt also, alle diese Propheten haben sich ergeben. Und was bedeutet Ergebung auf Arabisch, dieses Konzept?
Islam. Das heißt, alle Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit derselben grundlegenden Botschaft: sich ergeben, Islam, sich Gott ergeben. Es gibt einen Gott, der über unserer Vorstellungskraft ist, der uns erschaffen hat, um ihm zu dienen. Deswegen sagt es, steht es in Exodus, ja, dass wir ihn alleine dienen sollen. Erste Gebot: ihr sollt euch keine Götter neben mir nehmen. Deswegen, Jesus hat er nur zu Gott gebetet, deswegen Abraham hat er sich Gott ergeben, Fried und Segen mit ihnen allen. Und der Prophet Mohammed kam mit demselben Konzept. So wie Allah sagt in Surah 16, Vers 36, وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنْ يُعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ تَغُوتِ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte entsandt, dass sie den Menschen lehren, dient Gott alleine, wie das erste Gebot, wie auch, wo Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, den Herrn alleine mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzer Liebe etc. zu dienen, zu lieben. Okay? Das ist das Konzept, mit dem alle Propheten gekommen sind. Was sich mit der Zeit verändert hat, sind gewisse Gesetzgebungen. Gewisse Gesetzgebungen haben sich verändert, aber das Grundprinzip, das Grundgerüst der Religion war immer Islam. Jetzt könnte jemand fragen, ja, warum haben sich denn gewisse Gesetzgebungen verändert? Hat Gott einen Fehler gemacht? Wir sagen, nein, Gott hat keinen Fehler gemacht. Aber beispielsweise ein Arzt, und ich gebe das Beispiel des Arztes, ein Arzt, wenn er einen Patienten hat, gibt es eventuell verschiedene Stufen der Behandlung. In der ersten Behandlungsstufe kriegt der Patient ein gewisses Medikament und in der zweiten Behandlungsstufe ist ein gewisses anderes Medikament für diesen Patienten genau das Richtige. Der Arzt hat bei der ersten Diagnose und bei der ersten Verschreibung keinen Fehler gemacht und bei der zweiten Verschreibung auch keinen Fehler gemacht, nur, obwohl das Medikament völlig anders ist. Anderes Beispiel ist, Gott stellt einen damit auch auf die Probe. Ist man bereit, der neuen Botschaft zu folgen, wenn sie zu einem kommt? Und ist man bereit, nachher, wenn die letzte Botschaft gekommen ist, wo Allah sagt in Surah 5, Vers 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, heute habe ich eure Religion vervollkommen, das heißt, wird nichts mehr danach kommen, ist man bereit, dieser Religion wirklich zu folgen? Oder will man dann sagen, ja, aber jetzt haben sich die Zeiten ja auch geändert? Denn es gibt keine einzige Sache, die in der heutigen Welt vorkommt, wo wir nicht gewisse Hinweise haben im Koran, in der Sunna, die uns helfen können. Oder sagen wir lieber, formulieren wir es lieber so, es gibt keine einzige Sache, ja, die wir von der Religion nicht praktizieren können. Und wenn wir sie nicht praktizieren können, dann wäre es eine Notwendigkeit, dass man es beispielsweise nicht praktizieren kann. Ganz banales Beispiel. Wenn man in der Wildnis ist und man ist am Verhungern und es kommt ein Schwein vorbei, erlaubt die Scharia einen, von diesem Schwein zu essen, weil man in einer Notsituation ist. Und da gibt es so viele Beispiele, die Dummköpfe kommen immer mit irgendeinem blöden Gequatsch. Ja, aber wie ist es damit, wie ist es damit? Sie sollten lieber erstmal fragen, was unsere Antwort darauf ist. Und wenn sie Benehmen hätten, würden sie erstmal sagen, ja, aber was sagt ihr dazu, bevor sie rumblöken und überhaupt gar keine Ahnung haben. Deswegen sagen wir, der Islam kam mit dem ersten Menschen Adam. Adam war der erste Mensch, der ist wesentlich älter als 4000 Jahre. Und zu sagen, die älteste Religion ist 4000 Jahre alt, würde bedeuten, dass die Menschen, die davor gelebt haben, keine Offenbarung von Gott bekommen haben und keine Rechtleitung. Das heißt, das ist definitiv eine falsche Religion, die sagt, dass sie die älteste Religion sei und sie sei nur 4000 Jahre alt, weil es ist anthropologisch absolut bewiesen, dass der Mensch wesentlich älter als 4000 Jahre ist. Selbst die Bibel, die sagt, die Welt ist 6000 Jahre alt, liegt absolut falsch. Es gibt Zivilisationen, die fest nachgewiesen sind, schon vor mindestens 20.000 Jahren. Man braucht nur das Wort Homo sapiens einzugeben im Computer und dann sieht man das. Das heißt, zu sagen, die älteste Religion ist 4000 Jahre alt, würde bedeuten, dass Gott die ganze Zeit die Menschen ohne Rechtleitung gelassen hat. Wir sagen aber, es kamen immer wieder Propheten und der erste Prophet war Adam, der schon mit der Botschaft der Gottergebung gekommen ist. Deswegen ist der Islam, die Gottergebung, die älteste Religion, aber die Scharia, die Gesetzgebung, mit der Mohammed gekommen ist, Frieden und Segen mit ihm, diese spezifische Gesetzgebung, ist die jüngste Gesetzgebung, von der Allah weiß, dass sie passend ist bis zum jüngsten Tag.
Jazakallahu khairan.